willkommen zu Brain Damage. Mein Name ist Chris und das hier ist eine Reaction aus Bad Hofgastein. Ich bin gerade in irgendeinem Hotel in Bad Hofgastein. Ich habe mich schon übelst fancy, schick, ready für die Nacht gemacht. Aber kurze Storytime. Wir haben hier eine Bar und der Barkeeper hier ist österreichischer Meister von 2018. Und es waren sehr gute Cocktails. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Zeitpunkt. Es tut mir übrigens leid, wenn hier irgendwie mein Bademantel verrutscht und ich ein bisschen nuttig hier dran sitze. Und ich glaube, das ist ein perfekter Zeitpunkt, das neue Musikvideo von Das Lumpenpack anzuschauen mit dem Titel Danke, liebe Leber. Aber ich sehe literally gerade jetzt in diesem Moment, dass es hier Wasser gibt. Und ich bin ehrlich, das habe ich gerade nötig. Also willkommen zu dieser ein bisschen anderen Reaction als sonst. Ich habe mein eigentliches Aufnahmesetup nicht hier. Aber vielleicht funktioniert es voll super gut. Das Lumpenpack, liebe Leber, kommt vielleicht ein neues Album raus. Who knows? Es kam jetzt schon Gisela und liebe Leber. Also, let's go. Guten Morgen. Wir sind heute auf dem Taubertal-Festival und die Leute haben sich hier... Zur Info. Vielleicht wisst ihr das nicht, aber die sind da gerade auf dem Taubertal-Festival. Entschuldigung. 3 Tage lang schon richtig gut einen eingeschenkt. Und wir sind hier, um Danke zu sagen. Danke an die wahren MVPs dieses Festivals, an unsere Leber. Wir ziehen jetzt los, verteilen ein bisschen Wasser an die Leute, damit die Leber sich kurz ausruhen kann, ehe wir sie dann wieder hart verprügeln. Ist gar kein Lied über Saufen, oder? Das ist ein Lied, wo eigentlich darum geht, dass man hier Wasserleber schützen und so alles. Wenn ich mich falsch auf diesen Song vorbereitet habe. Die Leber kurz das Gefühl hat, wir lieben sie noch, bevor wir wieder schlechte Eltern sind. Okay, dann ist okay. Es ist sehr schön. Gerade die Verbindung mit dem Wasser und die Leberstärke mit Wasser und dann ist Viva Con Aqua, das ist sehr schön platziert. Das wollte ich einfach nur mal kurz gesagt haben. Was ich auch mal kurz gesagt haben will, ist, dass das Lumpenpack wirklich seit WZF rauskam, habe ich das Lumpenpack so richtig auf dem Schirm. Immer noch absoluter Banger. Und jedes Mal, wenn sie eine Single veröffentlicht haben, wollte ich eine Reaction dazu machen und es hat nie geklappt. Es hat zeitlich bei mir nie geklappt. Und jetzt ist wieder eine neue Single angekündigt worden mit einem Musikvideo. Und ich bin in Bad Hofgastein, weil morgen die Ärzte ist. Und ich habe gedacht, nein! Ich weiß nicht, wann ich heimkomme, aber ich will eine Reaction machen. Und irgendwie muss es diesmal klappen. Und es hat es mal geklappt. Und Kuss geht raus an euch. Denn bis hierhin lief es gut, die beste Leber, die ich kenne. Ich ziehe meinen Hut vor dir, ich hab es dir nie leicht gemacht, war dir kein guter Chef. Doch weil ich dir danken möchte, geht der nächste Drink auf mich. Danke! Habt ihr schon mal einen Wassertrichter genommen? Geht's nur mir so oder ist ein Biertrichter aus irgendeinem Grund deutlich einfacher als ein Wassertrichter? Ich weiß nicht, wenn ich so eine Riesenmenge Wasser auf einmal trinke, so außer mir ist gerade völlig heiß, ich bin dehydriert, ist nach einem Konzert, es hat draußen irgendwie 84 Grad und ich schwitze mir meinen Arsch raus. So, dann ist so schnell Wasser trinken völlig okay. Aber wenn ich auf einem Festival bin und angetrunken bin oder vielleicht sogar betrunken und mir dann ein Wassertrichter reinballern wird, Alter, ich würde alles vollkotzen. Oder habe ich einfach nur ein richtig großes Problem? Danke! In der Schule war, gab es selten einen Tag, da es nichts zu tun gab. Mir tut an Wochenenden dein Dauereinsatz leid und sorry. Seit ich in der Schule war? Ich meine, klar, die rein theoretisch gesehen, rein biologisch gesehen, arbeitet die Leber natürlich immer. So, weil das ist halt ein Organ und es arbeitet immer. Aber in Bezug auf, wenn es um Trinken geht, also ich meine, wir haben, ich denke mal, gerade die Generation von mir und nach, vor allem die Generation nach mir, werden wahrscheinlich ein bisschen verhältnismäßig früher angefangen haben zu trinken. Aber was bedeutet Schule? Max, wenn du gerade hier dieses Video siehst, wann hast du denn das erste Mal einen Vollrausch gehabt? Beantworte das doch mal gerne in den Kommentaren. Bei mir war es 14, viel zu früh, viel zu früh. Das ist mir durchaus bewusst, schlechter Umkreis. Schreibt doch alle mal gerne in die Kommentare, wann hattet ihr euren ersten Vollrausch? Für die saure Apfelzeit. Ich trete dir gegenüber mit Demut und Respekt, da dir ständig alles wehtut, weil es mir mal wieder schmeckt. Danke, liebe Leber, denn bis dieser Blick tut, weil es mir mal wieder schmeckt. Danke, liebe Leber, denn bis hierhin liegt es gut. Die beste Leber, die ich kenne. Ich ziehe meinen Hut vor dir. Hallo. Ich würde dir gern versprechen, ab jetzt reiß ich mich zusammen. Never change a running system, deshalb stoß ich auf dich an. Danke! Es hat
eigentlich voll genial. Du hast halt hier ein 100%iges Party-Sauflied, aber in dem Video ist es halt so dargestellt, wie so ein, so unterstützt und helft eurer Leber. Das ist voll genial gemacht, finde ich stark. Und das ist ein sehr schöner Vollbart. Die Nieren sollen sich ficken gehen, die gibt's wie Sand am Meer. Und was genau eine Milz macht, kann mir keiner hier erklären. Ich bin 29, ich weiß bis heute nicht, was die Milz macht. Ich habe mir, das ist auch was, wo ich mir nie drüber Gedanken gemacht habe und ich hätte mir auch keine Gedanken drüber gemacht, wenn das jetzt nicht gerade in diesem Lied erwähnt worden ist. Was macht die Milz? Eventuell irgendwelche Schadstoffe filtern, keine Ahnung. Verbform von Därmen sollen zur Hölle fahren und zum Getränke halten reicht mir eigentlich ein Arm. Trommelfell bis gleich. Ist es so ein Spielradiomikrofon? Das ist ein Spielradiomikrofon. Ich meine, cool. Ich kann jetzt schon nicht mehr stehen, zwei Augen übertrieben, denn ich kann doppelt sehen. Danke, liebe Leber, denn bis hierhin geht es gut, die beste Leber, die ich kenne. Ich ziehe meinen Hut vor dir, die Beziehung toxisch, aber bitte bleib mir treu, denn nach ein, zwei Bierchen siehst du wirklich aus wie... Also, erstmal, das Shirt im Hintergrund, sehr schön. Triforce, schick. Was ich geil finde an der Musik von das Lumpenpack, so das fällt mir hier wieder auf, das ist das gleiche, was mir zum Beispiel bei ZSK damals aufgefallen ist. So, es gibt Bands, die haben einfach ein absolutes Talent dafür, so richtige Ohrwurm-Refrains zu schreiben. So, da gibt es einfach ein paar Bands, die haben so ein übelstes Talent dafür und ein paar Bands, da ist es so Hit and Miss. So zum Beispiel, ich finde, gerade bei den neuen Sachen von Die Ärzte, jetzt einfach mal so als Extrembeispiel, ich finde, da ist jetzt nicht so richtig viel Ohrwurm-Refrain-Potenzial mit dabei. Aber jetzt, wenn ihr euch mal vor allem eigentlich fast alle bekannteren Sachen von das Lumpenpack und auch die unbekannteren Sachen, das ist halt einfach nur fucking Ohrwurm-Musik. Das ist stark. Neu, danke! Finde ich auch voll geil, diese 360-Grad-Aufnahmen. Donuts haben, glaube ich, mal ein komplettes Musikvideo in diesem Format nur noch weiter weggezoomt gemacht. Das sieht einfach so geil aus. Dieses Bild hier ist das Sinnbild von einem Festival. Wenn du auf einem Festival bist und so richtig so into it bist, dann ist so alles, was auf der Welt gerade passiert, ist so das Festival. So, du bist gerade, du lebst einfach so vollkommen im Moment und ich finde, das ist ein richtig schönes Sinnbild dafür. Vielleicht spricht dieser extrem heftige Mai Tai aus mir, aber... Danke! Das mit uns ist ein Sicht, hab ich mit die Leber meines Lebens. Ich mach schon wieder viel zu oft Pause, das weiß ich. Die Leber meines Lebens, das ist so, es ist gut. Es ist irgendwie, wieso ist da noch niemand draufgekommen? Die Leber meines Lebens. Das Logo, das Lumpenpack-Logo, das Herz mit dem Strich durch, ich finde das so schön. Werde ich mir das noch auf die Haut klatschen. Ich glaube, am Bein ist hier noch ein bisschen Platz. Vielleicht gerade hier, Achtung, nackte Haut. Vielleicht gerade hier. Ich glaube, hier packe ich mir das hin, das Lumpenpack-Herz. Ich finde es ein übelst schönes Design. Ich halte dich warm, du hältst dich nüchtern, ist das nicht ein geiler Deal? Ich finde es total super. Also das Musikvideo ist so einfach so ein richtig, also mit dem Wasser einfach so ein richtig schöner Gegensatz zu dem eigentlichen Text, mit dem einfach wahrscheinlich jeder, der schon mal Alkohol und auch schon mal zu viel Alkohol getrunken hat, sich sehr identifizieren kann damit. Aber gleichzeitig finde ich es auch total geil mit dem Viva con Aqua am Anfang und dann diese ganze Wasserthematik und alles. Das ist so doppeldeutig nochmal auf einem anderen Niveau, habe ich so das Gefühl. Vielleicht überinterpretiere ich auch da jetzt einfach ein bisschen. Das mache ich gern. Danke! Danke! Wisst ihr, was das Traurige ist? Ich wäre fast auf dem Southlife gewesen. Water is life. Life is good. Water is lecker. Das ist sehr schön. Die ganze Kooperation mit Viva con Aqua, das ist was sehr Schönes. Das hat einen sehr schönen Beigeschmack. Einen sehr, sehr schönen Beigeschmack. Ich wäre eigentlich fast auf dem Taubertal gewesen. Und witzigerweise auch, ich glaube, am Sonntag haben sie gedreht. Und ich wäre eigentlich fast am Sonntag auf dem Taubertal gewesen. Aber eben
nicht so früh, wie sie gedreht hätten. Wäre schön gewesen, im Video mit dabei zu sein. Aber hat leider nicht klappen können. Der Song selber, mega. Absolut geil. Ich bin sehr gespannt, was da albumtechnisch kommen wird. Wir haben ja bis jetzt Gisela und eben Danke, liebe Leber. Und ich finde, es sind zwei absolute Ohrwürmer. Wie gesagt, ich finde, das Lumpenpack, das ist auch jetzt gar nicht Arschkriechen oder so. Ich finde, das Lumpenpack hat einfach ein sehr großes Talent dafür, wie eben auch Bands wie zum Beispiel ZSK, einfach Ohrwürmer zu schreiben. So, Refrain, man hört ihn ein, zwei Mal, man kann sofort mitsingen, man hat ihn sofort im Kopf drin. Das ist ein Talent, das muss man erstmal können, das ist stark. Das ist wirklich stark. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, ich freue mich wie Sau auf die Tour, jetzt am Ende vom Jahr, weil ich einfach übelst Bock habe, zu dem Lied abzugehen. Und wenn ihr auf die Tour geht, schreibt mal gerne in die Kommentare, wohin. Ich werde zu 99% in Augsburg sein. Ob ich irgendwo anders bin, weiß ich noch nicht. Augsburg, 99% habe ich Bock drauf. Ich bin übertrieben gehypt. Absolut geiler Song. Ich bin so froh, dass ich es endlich mal geschafft habe, eine Reaction zu einem Lumpenpack-Song zu machen. Wie gesagt, es hat einfach nie klappen wollen bisher. Jetzt hat es geklappt. Die nächsten Lumpenpack-Singles. Ich bin dabei. Nicht von einem Hotel in Bad Hofgastein, sondern von meinem Büro aus und mit einem besseren Setup und alles. Das ist jetzt sehr improvisiert. Ja, Freunde, dann schreibt doch mal ganz gerne in die Kommentare, was ihr so von dem Song haltet und wann ihr das erste Mal euren Vollrausch hattet. Ihr könnt die Anonymität im Internet nutzen und es einfach in die Kommentare packen. Ansonsten trinkt ausreichend Wasser, schützt eure Leber, lebt gesund und liked dieses Video und abonniert diesen Kanal. Und dann auf jeden Fall schaut auch zum Lumpenpack rüber und kommt auf die Tour. Jo, ansonsten war's das. Heute ist wahrscheinlich Samstag, kommt nochmal die Reaction oder kam schon. Ich habe keinen Plan. Ich habe so viel zu tun dieses Wochenende videotechnisch. Mal gucken, was alles funktioniert hat davon. Ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende, schöne Woche. Keine Ahnung, mein Name ist Chris, das Brain Damage. Abonnieren, liken, kommentieren. Ich muss mich umdrehen, weil sonst seht ihr, was ihr nicht sehen dürft. Hoho, schalte wieder ein.